Ja, hallo meine versalzten Kokosfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Ja, ich habe mal wieder etwas Neues für euch entdeckt bei Aldi und zwar die Genussstücke Kokos, Mandel und Meersalz. Ja, Leute, das ist doch echt mal eine krasse Kombination. Ihr könnt das hier sehen auf dem Foto und wie gesagt, natürlich auch für mich extra in weißer Schokolade. Ich glaube, es kann nur geil werden. Und ja, die wollen wir doch mal probieren. Es gibt sie auch in der Sorte Coffee, glaube ich, aber Kaffeegeschmack ist gar nicht so meins. Und bevor ich die jetzt hier so schlecht bewerte, teste ich sie lieber nicht. Ihr könnt das ja gerne machen und in die Kommentare schreiben, wie ihr die andere Sorte so findet. Und hier seht ihr das schon mal. Ja, es ist eine Vollmilch- und weiße Schokolade. Wie gesagt, ja, mit Mandel und Meersalz. Und da wollen wir doch mal probieren. Obwohl hier ist eigentlich relativ wenig weiße Schokolade mit bei. Ich gucke mal, ob ich hier ein Stück finde mit mehr weißer Schokolade. Ja, hier. Da beiße ich jetzt einfach mal rein. Ah, oh, Leute. Wie gesagt, mit Kokos muss man immer aufpassen. Ja, da kann man echt viel falsch mitmachen. Ich mag gerne Kokos, ja. Also, wenn der Kokosgeschmack nicht zu intensiv und nicht zu doll ist, ja. Ihr kennt alle den Bounty-Riegel. Und das schmeckt eins zu eins wie die Füllung im Bounty-Riegel. Der Schokoladengeschmack geht total unter. Ich schmecke auch keine weiße Schokolade. Ich schmecke echt nur Kokosnuss pur. Und ja, auch diese Mandelstücke. Es schmeckt auch irgendwie gar nicht salzig. Ja, es steht hier drauf mit Mandel und Meersalz. Ich weiß nicht. Es schmeckt einfach nur nach Kokos. Sehr extrem stark nach Kokos. Man muss echt Kokosfreund sein. Sonst kann man das echt lassen. Wie gesagt, Kokos mag ich immer mal wieder. Ich mag einige Produkte mit Kokos sehr gerne. Einige Produkte aber auch nicht so gerne. Die gehören da leider mit zu. Ja, der Kokosgeschmack ist mir echt viel zu krass, viel zu intensiv. Ich hätte das jetzt auch ein bisschen salziger erwartet, weil hier steht drauf mit Meersalz. Aber ist auch nicht der Fall, Leute. Auf einer Skala von 1 bis 10 auch 3 Punkte. Ja, es haut mich nicht wirklich vom Hocker. Wie gesagt, für Kokosfreunde, aber absolut das Richtige. Ihr werdet das wahrscheinlich anders bewerten. Probiert sie auch gerne aus und ich hoffe, ihr besucht mich auch in meinen weiteren Testvideos mit leckereren Produkten. Und ja, wir sehen uns, Leute. Tschüss!